Liebe Gönnerinnen und Gönner von der Schweizerischen Herzstiftung, liebe Herzgruppenmitglieder. Wir sind in der ersten Aprilwoche und in der Woche 3, seit der Bund die außerordentliche Lage wegen dem Coronavirus erklärt hat. Viele Leute isolieren sich daheim, verbringen viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden, sitzen mehr, liegen mehr und vor allem bewegen sich weniger. Unser Körper funktioniert aber weiterhin nach dem Use it or lose it Prinzip. Das heisst, dass Strukturen und Funktionen, die man nicht regelmässig braucht, aus Effizienzgründen nach und nach abgebaut werden. Umso wichtiger, dass wir jetzt auch in dieser Zeit regelmässig Reiz setzen, um Beweglichkeit und Kraft zu erhalten. Mein Name ist Sandro Galli. Ich bin Sport- und Gesundheitswissenschaftler, arbeite als Personal Trainer im eigenen Unternehmen, bin seit 10 Jahren in der ambulanten Herzrehabilitation tätig und bin Gründer von der Herzgruppe Limmatal. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Herzstiftung haben wir für Sie das Video erstellt, damit Sie auch für daheim Übungen haben, um Kraft und Beweglichkeit erhalten zu können, ganz nach dem Motto «Gesund daheim». Wir fangen an mit Beweglichkeitsübungen. Für die erste Übung stellen Sie sich einfach mal hüftbreit hin. Das heisst, die Füße haben etwa einen hüftbreiten Abstand. Wir beugen die Knie leicht, das Gesäß ein bisschen nach hinten drücken, bringen den Oberkörper ein bisschen vor, nehmen das Kinn ein bisschen zurück, lassen die Arme hängen und tun einfach nur mal den Kopf ganz langsam von links nach rechts drehen. Wir machen das Ganze ohne Schwung, drehen so weit wie es möglich ist und schnaufen dabei tief über die Nase ein und über die Lippen aus. Jede Übung machen wir etwa 10 bis 15 Mal, respektive etwa 30 bis 60 Sekunden. Für die nächste Übung behalten wir die gleiche Position, hüftbreiter Stand, Knie leicht gebückt, Gesäß etwas nach hinten, Oberkörper leicht führen, lasst die Arme hängen und einfach mal die Schultern vorwärts kreisen. Wir machen hier dabei eine Bewegung, so gross, wie sie nur möglich ist, schön langsam, sodass wir das ganze Bewegungsausmaß der Schultern nutzen können. Auch hier schnaufen wir weiterhin tief und regelmäßig über die Nase ein und über die Lippen aus. Wir wechseln die Richtung, das heisst, wir rotieren die Schultern langsam, so wie vorher, nach hinten rotieren, machen auch hier einen möglichst grossen Bewegungsumfang. Vergessen auch hier nicht, regelmäßig über die Nase ein und über die Lippen auszuschnaufen. Als nächstes platzieren wir die Schultern tief und hinten, tun nochmal unsere Position kontrollieren, hüftbreiter Stand, Knie leicht gebückt, Gesäß ein bisschen hinten, Oberkörper ein bisschen führen,
lassen die Arme hängen und tun einfach mal den Oberkörper von links nach rechts neigen. Wir achten uns darauf, dass wir den Körper nicht rotieren, sondern effektiv nur zur Seite neigen, sodass wir immer die eine Seite vom Oberkörper lang machen und nachher die Gegenseite. Auch das gibt keinen Grund, um sich zu beeilen. Wir sind nicht schneller fertig, nur wenn wir mehr Gas geben. Es ist wichtig, dass wir das Ganze langsam und bewusst machen. Für die nächste Übung behalten wir die Position bei wie bisher, nehmen die Schultern wieder etwas zurück, nehmen die Hände vor das Brustbein und dann nur mal den Oberkörper nach links und nach rechts rotieren. Auch hier machen wir die Bewegung wieder so gross wie möglich und arbeiten ohne Schwung. Wer möchte, kann das Becken mitdrehen. Die Bewegung wird etwas grösser dann. Und sonst lassen wir das Becken fixiert und bewegen nur den Oberkörper. Dann nehmen wir wieder eine Mittelposition ein, lassen die Arme hängen, stehen immer noch hüftbreit, Knie leicht gebeugt, Gesäß etwas nach hinten, Oberkörper etwas führen. Und dann, was wir machen, ist, dass wir die Schultern hinten nehmen, dabei tief einschnaufen, die Brust ausstrecken und nachher mit dem Ausschnaufen die Schultern führen. Also einschnaufen bei den Schultern hinten, Brust raus, ausschnaufen, in der Gegenbewegung. Wir machen den Brustkorb auf, machen Platz für die Lungen, einschnaufen. Und wenn der Brustkorb wieder kleiner wird, atmen wir aus. Ich zeige es von der Seite. Nachher nehmen wir langsam wieder eine Mittelposition ein, gleiche Grundstellung wie bisher, stützen die Hände ins Becken, stützen die Knie machen, und zwar deutlicher als vorher. Und alles, was wir machen, ist, dass wir das Becken vorne aufziehen und nachher das Becken kippen. Ich zeige es von der Seite. Wir ziehen das Becken vorne aufziehen, der untere Rücken wird gerade und dann kippen wir das Becken kippen und den unteren Rücken beugen. Auch hier achten wir uns auf eine regelmäßige Atmung, achten bewusst und tief ein- und ausschnaufen. Und machen die Übung langsam
und so weit in die Endposition, wie es geht. Weil das Becken und der untere Rücken eng zusammenhängen, tun wir zwar das Becken bewegen, aber gleichzeitig den unteren Rücken mit mobilisieren. Nachher nehmen wir eine Mittelstellung ein, das heisst, wir tun das Becken nicht ganz aufrichten, nicht ganz kippen, sondern befinden uns irgendwo dazwischen, tun die Knie wieder beugen und nachher tun wir nur mal das Becken auf der linken Seite aufziehen und nachher das Becken auf der rechten Seite aufziehen. Und dann einfach im Wechsel linke Seite nur, rechte Seite nur und schön und bewusst weiter schnaufen. Kontrollieren, dass eure Knie wirklich gebückt sind bei dieser Übung. Wenn ihr die Beine gestreckt habt, sind ihr viel weniger beweglich im Becken, das heisst Knie beugen, und ihr merkt, dass die Beweglichkeit wieder grösser wird. Nachher suchen wir eine Mittelposition, schauen, dass wir so zentriert sind, aber auch was Aufrichten und Kippen anbelangt, zentriert sind. Nehmen die Schultern wieder ein bisschen zurück, Brust raus, Arm wieder einstützen und nachher tun wir die beiden Übungen kombinieren, indem wir das Becken langsam kreisen. Auch hier ist wichtig, dass wir schön die Knie gebückt haben, dass wir mehr Bewegungsumfang haben. Wir tun weiterhin tief über die Nase einschnaufen und über die Lippen ausschnaufen und machen die Übung schön bewusst, langsam und achtsam. Dann stoppen und die Richtung wechseln. Gleiche Bewegung wie vorher. Schön langsam und auch hier versuchen, immer in der äußersten Position sich zu bewegen. Wir kommen langsam zu einem Halt. Liebe Gönnerinnen und Gönner, liebe Herzgruppenmitglieder, ich hoffe, Sie spüren, dass Sie mit diesen Übungen ein bisschen etwas für Ihre Kraft und Ihre Beweglichkeit haben können machen. Bei den Beweglichkeitsübungen ist es so, dass solange Sie keine Schmerzen haben, können Sie die gerne täglich oder mehrmals täglich ausführen. Bei den Kraftübungen schadet es auch nicht, wenn ein Tag Pause dazwischen ist. Die Schweizerische Herzstiftung und ich danken Ihnen vielmals fürs Mitmachen. Bleiben Sie gesund!